Nun hört mal der Geschichte zu, die wir euch hier erzählen. Von einem Boot, der Mannschaft und 5 Passagieren. Auf der Brücke sind Gilligan und der Skipper Seit an Seit. Ein schlimmer Sturm trieb uns aufs Meer ganz weit. Als Schiffbrüchige waren wir gestrandet, auf einer einsamen Insel gelandet. Gilligan und Skipper, der Millionär mit seiner Frau. Der Filmstar, der Professor und Mary Ann. Ihr kennt sie bald genau. Die Wesen, die wir fanden und Rätsel noch und noch. Geheimnisvoll und fremd, aber wunderschön ist es doch. Das sind die neuesten Abenteuer von Gilligan auf Gilligans Insel. Was ist denn los, Ginger? Los? Nichts ist los. Wie kommst du darauf, dass was los sein soll? Erzähl mir nichts. Seit 2 Tagen sitzt du nur rum und bläst Trübsal. Du kannst es mir doch sagen. Dir sagen? Was denn sagen? Es gibt nichts zu sagen. Oh doch, da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Aber... Ich muss es nochmal sagen. Da ist etwas. Hey, was ist hier los, hm? Ja, es ist was los. Ich weiß. Was ist es denn? Natürlich ist was los. Meine Karriere, die bin ich los. Und ich war das vielversprechendste Talent im Fernsehen. Ach, vielleicht hättest du es nicht so vielen versprechen sollen. Ach was, das meint sie doch damit nicht. Was sie meint, ist... Niemals werde ich von dieser Insel wegkommen. Niemals. Versteht ihr? Ah ja, das ist doch gut. Ich meine, das ist schlecht. Ich meine, gut gespielt, aber... Falls ich jemals wieder von hier wegkomme, werde ich meine Rollen im Rollstuhl spielen können. Gilligan, lass dir was einfallen. Wir können Gingers Talent nicht so brach liegen lassen. Ja, ja. Sie könnte mit der Zeit einrosten. Hör mal, wenn das Einzige ist, was dir dazu einfällt... Wenn's doch nur irgendwie von der Stelle ginge. Vielleicht leiht ihr ja Dr. Howell seinen Golfwagen. So war das nicht gemeint. Ich weiß was. Wir machen eine Fernsehshow mit Ginger in der Hauptrolle. Oh, ich werde nie wieder. Bitte, Mary Ann, hast du was von einer Fernsehshow gesagt? Du hast richtig gehört. Moment mal, da gibt's ein Problem. Wir haben doch überhaupt keine Ausrüstung. Bewerf den Star nicht mit Einzelheiten. Das Wichtigste zuerst. Als erstes brauche ich einen eigenen Ankleideraum. Diverse neue Dinge zum Anziehen und, Ja. Ich finde das reichlich albern. Wir haben nicht einmal ein Radio, das einwandfrei funktioniert und wollen eine Fernsehshow auf die Beine stellen. Naja, ich kann es ja nochmal versuchen. Vielleicht gelingt es mir ja doch, eine Botschaft zu senden. Hey, Chef, wir empfangen ein seltsames Signal auf dem Radar. So, ich habe jetzt keine Zeit, es mehr anzusehen. Behalt's im Auge. Ach, vergebliche Liebesmüh. Wie sollen wir eine Fernsehshow machen, wenn unsere Geräte nicht funktionieren? Oh, ich hab's. Ja, du ganz bestimmt. Wir tun so, als ob. Wir tun so, als ob. Ja. Warum nicht? Das schadet niemandem und Ginger würde es moralisch ein bisschen aufrichten. Und jeder trägt sein Schärflein dazu bei. Ich bin selbstverständlich, wie kann es anders sein, der Produzent. Ich übernehme Make-up und 2. Hauptrolle. Dann bin ich der Regisseur und der berühmte Gaststar. Ich übernehme die künstlerische Leitung als Choreografin und so weiter und so weiter. Dann bin ich der technische Leiter. Ihr wisst schon, zuständig für Kameras, Kabel und all das. Das wird was werden. Wurde doch kein Schimmer von Technik hast, Gilligan. Muss ich auch nicht. Ist doch sowieso Schwindel. Ich bastle aus der kaputten Filmkamera und ein paar Radioersatzteilen irgendwas. Worauf warten wir denn noch? Lassen wir das Schiff vom Stapel. Gilligan, ich muss dir sagen, du bist ein echtes Genie. Ein Schwindelgenie, aber ein Genie. Das sieht gar nicht so schlecht aus, kleiner Freund. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich das glatt für echt halten. Oh, wer schmeißt hier mit Kokosnüssen? Ganz ruhig, Skipper. Das war mein Beleuchter. Wozu hast du da oben Lampen installiert? Du kannst sie doch gar nicht anschließen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, stimmt. Die Solarzelle, die der Professor für sein Radio gebaut hat. Toll, aber zieh den Stecker wieder raus, damit wir nicht die ganze Sonne verbrauchen, bevor es losgeht. Gilligan, die Sonne kann man nicht verbrauchen. Was soll der Quatsch? Außerdem musst du nur einen Knoten machen, um das zu verhindern.
Jetzt kann keine Sonnenenergie aus dem Kabel entweichen. Donnerwetter, Skipper, du hast echt was auf dem Kasten. Klar, CB, Liebling. Ich habe mich gerade mit SS und CB über GPs Vorschlag über RL unterhalten und wir kriegen die Rechte von JD. Oh, Liebste. Moment bitte, Lavi. Ich habe da gerade die BBC an der Kokosnuss. Oh. Hallo, ST. Ja. Haben wir von Ihnen eine verbindliche Zusage? Wir können den Vertrag erst machen, wenn wir die haben. Sie verstehen, mein Lieber. Sag mal, Thurston, was tust du da? Einen Augenblick noch, Lavi, meine Liebe. Ich bin gleich soweit. Also klemmen Sie sich dahinter. Oh ja, und reservieren Sie heute Abend Tisch 244 im Kabeljauschwanz. Also, Liebling, was gibt es? Was möchtest du? Na, Moment noch, Moment. Das wird jetzt Hollywood sein. Hallo, Thurston Howell, der Dritte am Rohr. Hallo, hier Gilligan, der Erste. Von mir aus kann's losgehen. Na, sehr schön. Liebster, was soll das? Das gehört zu meiner Rolle, Lavi. Produzenten verbringen nun mal den größten Teil des Tages am Telefon, verstehst du? Oh, so ist das. Es gibt Ginger das Gefühl, dass das alles echt ist. Oder fällt mir ein, wo bleibt eigentlich unser Drehbuch, Professor? Hier ist es. Aber ich glaube, es müsste noch ein bisschen aufpoliert werden. Wollen wir mal sehen. Hier ist Schuhcreme, Möbelpolitur. Tut mir leid, Drehbuchpolitur kann ich nicht finden. Wo steckt eigentlich mein Regisseur? Ich bin sofort da. Ich mach nur den Star fertig. Wie sehe ich aus? Toll, einfach toll, Ginger. Ich hab noch nie in schönere Augen gesehen. So, meine Augen gefallen ihm, aber mein Haar nicht. Aber was? Nein, ihr Haar ist auch wunderschön. Aha, jetzt kommt's raus. Sie finden mein Kleid abscheulich. Wie kommen Sie darauf? Ich kann mir kein schöneres Kleid vorstellen. Aha, es sind meine Schuhe. Sie finden meine Schuhe hässlich. Nein, nein, ich finde auch Ihre Schuhe wunderhübsch, wirklich. Ja. Ich muss mir diese Rummeckelei an mir nicht gefallen lassen. Schließlich bin ich der Star. Aber warum hat Ginger nur... Keine Ahnung, bei Schauspielerinnen ist das eben so mit dem Lampenfieber. Ich bin ratlos. Ich habe alles versucht, dass sie weitermacht. Oh, Liebste, scheinbar ist die Show schon zu Ende, bevor sie angefangen hat. Noch nicht ganz. Ich habe da eine Idee. Nein, nein, nein. Das Ganze ist unmöglich. Es stimmt einfach nichts, verstehst du? Das Drehbuch ist schwach. Die Beleuchtung ist fürchterlich. Die Kostüme sind hoffnungslos. Das Make-up spottet jeder Beschreibung. Und die Regie? Nein, 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 es bleibt dabei, Mary Ann. Ich kann nicht weitermachen. Bist du da absolut sicher, ja? Ja, ich werde nicht auftreten. Tja, dann bleibt uns nur noch eins übrig. Und das wäre... Weil ich das Drehbuch kenne, werde ich deine Rolle übernehmen. Meine Rolle übernehmen? Warte! Wenn ich es mir recht überlege, es wäre tragisch, mein Publikum zu enttäuschen. Es hilft nichts, ich muss mich opfern. Da kommt Ginger endlich, Snubby. Mach das Licht an. Leute, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, es funktioniert wirklich. Dankeschön, danke. Sie sind ein so wunderbares Publikum. Wie herrlich, endlich wieder im Fernsehen zu sein. Ich weiß, dass Sie alle an Ihren Fernsehapparaten mich sehr vermisst haben. Aber jetzt, da ich wieder auf den Bildschirmen bin, verspreche ich Ihnen eine super bombige Unterhaltung mit mir und mit meinen Kollegen. Wir hätten Sie vielleicht doch nicht in dem Glauben lassen sollen, dass diese Show auch woanders empfangen werden kann. Vielleicht haben Sie recht, Professor. Warum sagen Sie es ihr nicht? Das mache ich auch. Sofort nach der Sendung. Und nun heißt es für Sie und für uns Showtime! Was ist? Schlaft ihr? Es ist Showtime! Oh ja, richtig. Es ist toll, wieder bei euch zu sein. Wir zeigen euch eine Show, die ist wundervoll. Drum Kopf hoch, macht ein frohes Gesicht. Trübsal lassen braucht ihr jetzt nicht. Du.
Wir zeigen euch eine Show, die ist wunderfein. Dubi-dubi-du. Dubi-dubi-du. Ist das nicht ein tolles Eröffnungslied, Professor? Hab ich geschrieben. Ach, tatsächlich? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich schreibe echt gute Eskimo-Musik. Eskimo-Musik? Ja, irre cool. Hey, was ist los? Snubby, steck den Stecker wieder rein. Ginger soll doch glauben, dass wir auf Sendung sind. Und nun weiter in unserem heutigen Programm. Als erstes präsentiere ich Ihnen den tollen Ehrengast. Mich? Donnerwetter. Chef, Sie glauben gar nicht, was ich da für ein Wahnsinnsmädchen auf dem Radarschirm habe. Ach, erzählen Sie mir nichts. Junge, die ist vielleicht klasse. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Wer ist die bloß? Spax, erzählen Sie mir bloß noch, es ist diese Ginger, die auf so mysteriöse Weise verschwunden ist. Aber genau, Chef, die ist es. Genau die. Spax, wann haben Sie das letzte Mal Landurlaub gehabt? Aber eben war sie doch noch da. Dankeschön, vielen lieben Dank. Als nächstes kommt jemand zu uns, der, wie Sie gleich merken werden, keiner Vorstellung bedarf. Danke, danke, sehr freundlich, vielen Dank. Ach, lieber Skipper, sagen Sie uns doch, wie wir zu der Ehre Ihres Besuches kommen. Hä? Wie Sie zu der Ehre? Ach so, Sie meinen, warum ich hier bin? Na, um hier meine Rolle zu spielen, versteht sich, so wie bei den Proben. Ach so, ja, ja, bezaubernd. Na, wenn das keine Überraschung ist... Was werden Sie nun darbieten, Skipper? Ah, oho! Schnell, Chef! Kommen Sie, da ist die Wuchtbrumme wieder! Was ich hier vorführe? Ich hatte schon Angst, Sie würden nie danach fragen. Hey, Chef! Jetzt habe ich schon zwei von denen auf dem Radarschirm! Spax! Was soll das? Sie wird's nicht glauben, aber es folgt ein verblüffender Zaubertrick. Schnell kommen Sie mit, Chef! Okay, okay. Vor Ihren Augen, liebe Zuschauer, werde ich die schöne Ginger verschwinden lassen. Presto! Ja, aber Sie, ich meine, Sie beide waren doch eben... Nein, oh! Spax, Sie haben da etwas sehr Gefährliches gemacht. Sie haben mich aus meiner Ruhe aufgescheucht. Und nun, liebe Zuschauer, wird Ginger, der Star unserer Show, vor Ihren Augen wieder erscheinen. Presto! Oh! Sie ist schon wunderhübsch. Wirklich schade, dass sie keiner sehen kann. Ich weiß, Chef. Sie werden es nicht glauben, aber da ist die blonde Puppe wieder. Und weiter geht es nun hier bei uns mit einem ganz besonderen Ehrengast, den ich recht herzlich begrüße. Einem kleinen Mädchen, das ich seit geraumer Zeit schon beobachte. Ein Riesentalent. Eine ganz liebe Freundin. Und hier ist sie jetzt, Mary Ann. Hallo, Mary Ann. Mary Ann? Mary Ann, verraten Sie uns doch, womit Sie uns unterhalten, ja? Ich mache Vogelstimmen nach Taratarataratadam, das haubentragende Sumpfschilfhuhn. Und nun der pfefferbrüstige Olivenvogel. Übrigens, da fällt mir ein, ich wollte doch sehen, ob ich den Pfeifton im Radio beseitigen kann. Und jetzt der gelbbäuchige Saftsauger. Ach, abwechslungsreich ist das nicht gerade. Wusstest du, dass Mary Ann ihren Vogelstimmenunterricht per Fernkurs genommen hat, Liebe? Da sind wohl bei der Post ein paar Lektionen abhanden gekommen. Ah, da kriege ich was rein. Und jetzt die dornenkehlige Eiderdaunengans. Oh, kommen Sie schnell, Chef. Hier ist noch ein anderes Mädchen. Und sie pfeift wie ein Vogel. Pfeift wie ein Vogel? Spax, oh, was Sie da hören, ist der Wettersatellit. Wir bedanken uns bei Mary Ann, der kleinen Komödiantin mit Format. Und nun zu einem unserer begehrtesten und herausragendsten Sprecher. Danke, danke, Ginger, meine Liebe, für die besonders reizende Vorstellung. Nun, da wir gerade über die Hochfinanz sprechen,
Da fällt mir eine kleine Begebenheit ein, die sich vor nicht allzu langer Zeit in meiner Arbeitswelt der Hochfinanz zugetragen hat. Ich rief einen meiner jüngeren Mitarbeiter in meine luxuriöse Chefetage im 80. Stock unseres Firmenhochhauses. Von allen jungen Männern, die für mich arbeiten, begann ich, scheinen sie mir den Eindruck zu erwecken, dass sie am eifrigsten sind. Ich meine, kein Arbeitstag wird ihnen zu lang, nicht wahr? So ist es, Sir, antwortete mein junger Mitarbeiter mit großem Enthusiasmus, was ich erwartet hatte. Ja, so ist es, fuhr ich fort. Darum muss ich Sie nun leider entlassen. Mich entlassen, erwiderte er. Aber warum denn? Worauf ich antwortete, ganz einfach, junger Freund. Ich durchschaue den Trick. Männer wie Sie lernen von mir und dann gehen Sie hin und starten ein Konkurrenzunternehmen. Ja, so war das. So geht das in der Praxis zu. Vielen Dank, Mr. Howell. Ich glaube, alle fanden Gefallen an diesem Witz. Gilligan. Sie macht das wirklich toll. Zu schade, dass sie außer uns niemand sehen kann. Darum geht's ja gerade. Ich glaube, jemand sieht uns. Oder er hört uns doch zumindest. Was? Ja, ich höre unsere Stimmen im Radio. Aber völlig unmöglich. Wo wir mit dem ganzen Kram hier doch nur so tun, als ob... Moment mal, warte. Jetzt verstehe ich. Aha. Durch Anschließen des elektronischen Dipols hast du meinen Solarkonverter von einem Empfänger zu einem Sender gemacht. Das war ich? Ja, nur damit er funktioniert, muss die Sonne scheinen und es wird bald dunkel. Und nun der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Mein großes Finale. Wir fangen damit an, dass... Was geht hier eigentlich vor? Stell dir vor, Ginger, wir haben gerade entdeckt, dass wir mit der Show wahrscheinlich auf Sendung sind. Was soll das heißen? Als wir Ginger gesagt haben, dass die Sendung gesehen wird und gar nicht gesehen wurde, wurde sie in Wirklichkeit doch gesehen? Ja, Skipper, ich glaube schon. Wir dürfen diese Chance nicht verpassen. Bevor die Sonne weg ist, müssen wir unsere Position durchgeben. Achtung an alle Schiffe auf dem Meer und an jeden, der uns hören kann. Ich wiederhole, unsere Position ist... Spikes! 4 Grad, 1300, genau in westlicher. Soweit unsere Position. Wenn Sie jetzt endlich mit Ihrer Durchsage fertig sind, kann ich zu meiner großen Schlussnummer kommen. Tara! Schnell, Leute, stellt euch alle vor die Kamera, damit Sie uns sehen können. Leute! Jetzt betet, dass es klappt. Ich sorge schon dafür, dass man euch sieht. Ich gebe allen Saft drauf, den ich habe. Hey, Chef! Chef, kommen Sie schnell! Kommen Sie! Bin schon da. Ich werde verrückt. Das sieht aus, als ob das die Leute von der Minnow wären. Aber wo kommt das her? Oh, pass auf, Snubby! Sie, Professor, drehen Sie. Still, ich glaube, ich habe was. Und die erstaunlichste Fernsehsendung der Geschichte lief gestern Abend. Psst, das ist über uns. Erstaunlich deshalb, weil sie nicht im Fernsehen zu sehen war, sondern weltweit auf sämtlichen Radarschirmen empfangen wurde. Großartig, wir sind gerettet. In der Sendung trat die gesamte Besatzung der vermissten Minnow auf. Habt ihr das gehört, Leute? Jetzt kommen Sie uns abholen. In diesem Moment startet von Cape Canaveral aus eine Rettungsrakete. Was denn für eine Rakete? Was reden Sie denn da? Das ist ja fantastisch. Obwohl es ein Rätsel ist, wie sie in die Umlaufbahn gelangen konnten, besteht kein Zweifel daran, dass die Bilder von einem die Erde umkreisenden Satelliten kamen. Also langsam zweifle ich daran, dass sie überhaupt von uns... Kopf hoch, Ginger. Die Sache hat ein Gutes. Und das wäre? Jetzt wissen alle, dass ihre Show nicht von dieser Welt war. Ja, sie war toll. Wieder Pech gehabt. Und diesmal war ich so sicher, dass jemand kommen und uns retten würde. Lass gut sein. Zumindest haben wir Ginger moralisch aufgerichtet. Das ist doch auch was wert. Ich weiß nicht, was ich von dem neuen Drehbuch halten soll. Ich finde, das bin ich nicht ganz. Ja, ich weiß, dass Sie hübscher sind und dass Ihr nächstes Fernsehspecial was ganz Spezielles werden soll, weiß ich auch. Was höre ich da? Ein Fernsehspecial? Gilligan, hast du etwa deine Kamera repariert? Nein, wieso? Aber wie kann man denn ohne Kamera eine Fernsehshow machen? Ich meine, kein Mensch wird sie doch sehen. Und wenn schon, ist es denn so wichtig, ob das jemand sieht, Mr. Howell? Eins habe ich bei der Sache gelernt. Was?
Noel Coward hat das schon vor Jahren gesagt. Das Fernsehen ist wichtig für uns Schauspieler und nicht für die Zuschauer. Komm, Gilligan, wir haben noch viel zu tun. Na, kleiner Freund, wieder geht dein Tag zu Ende. Ja. Und wir haben wieder eine Menge gelernt, zum Beispiel, wie wichtig Freunde sind, wenn jemand niedergeschlagen ist. Du meinst, wenn er niedergeschlagen wurde? Unsinn, jedenfalls war diese Fernsehshow von Ginger eine tolle Sache, fand ich. Hast du den Zaubertrick mitgekriegt, den ich da abgezogen habe? Ja, das war große Klasse. Mein Onkel war übrigens auch ein Zauberer. Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht. Doch. Doch, er war berühmt für seine langen Schlangen. Dann war er Dompteur. Wie kommst du darauf? Er holte Tauben und Kaninchen aus dem Zylinder wie alle. Und die Schlangen? Sagtest du nicht, er wäre berühmt für lange Schlangen gewesen? Ja, die vom Theater. Verstehe ich nicht. In 3 Jahren standen sie vor der Kasse. Ich falle immer wieder drauf rein. Gute Nacht, kleiner Freund. Gute Nacht, Skipper. Bis bald.